Hallöchen und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr auch kein Video mehr von mir verpassen. Ich zeige euch heute die Fantasy-Neuerscheinungen vom Januar 2020 und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich werde die neuen Bücher jetzt chronologisch vom Erscheinungsdatum vorstellen und möchte noch kurz vorher sagen, dass es wieder einige Reihen Fortsetzungen gibt, einige wieder dabei sind und ich mache das jetzt so wie sonst auch wieder und werde dann bei diesen Bänden den Inhalt vom ersten Teil einmal so ein bisschen sagen, damit man schon mal einen kleinen Einblick in die Reihe bekommt, aber ich eben nicht zu viel verrate, weil es eben ja dann der zweite oder dritte Teil schon ist. Und ich fange gleich mal an mit dem 12. Januar. Da erscheint Das Vermächtnis der Eistatzen, Eisrebellen von Katrin Leski. Und das ist eben der dritte Teil dieser Reihe. In dieser Reihe geht es um... Also erst einmal ist das eine Geschichte über Eisbären. Das ist ja auch mal etwas anderes. Und zwar... haben zwei Eisbärenkinder, Stellan und Jütte, die Hauptrolle. Eines Tages wird von den beiden Eisbärenkindern die Mutter verschleppt und Stellan und Jütte möchten sie retten und machen sich deswegen auf den Weg. Doch im Schnee und Eis lauern Orcas, Walrösser und andere Gefahren. Des Weiteren kommt am 12. Januar 12 heraus, das erste Buch der Mitternacht von Rose Snow. Das wird der erste Teil sein dieser neuen Jugendbuch-Fantasy-Reihe und darin geht es um Harper, deren Freund Phönix im Koma liegt. Jede Nacht träumt Harper von einer dunklen Stadt, in der sie immer auf den Playboy Caius trifft. Doch plötzlich steht Caius wirklich vor ihr in der realen Welt und erzählt ihr, dass sie in die Traumstadt Noctaris reisen müssen, um Phönix zu retten. Nachdem sich Harper darauf eingelassen hat, merkt sie, dass Caius ihr nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Am 18. Januar kommt dann Das Mädchen namens Willow heraus von Sabine Bohlmann und das ist eher ein Kinderbuch. Es geht um das Mädchen Willow, das von ihrer Tante ein Wäldchen mit einem kleinen Häuschen erbt. Aber nicht nur das, sondern auch ihre Hexenkraft, die sie besitzt. Und dann soll sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen. Zur Seite steht ihr die ganze Zeit der Fuchs Rufus. Am 20. Januar wird der erste Teil einer neuen Fantasy-Reihe erscheinen, und zwar City of Elements, die Macht des Wassers von Nena Tramontani. Und darin geht es um Kai, die in eine Stadt entführt wird, die streng nach den vier Elementen aufgeteilt ist. Ihr Leben ist in Gefahr, weil sie einzigartig ist. Und gerade ihr Entführer wird dann ihr Beschützer, der sie auch nicht aus den Augen lässt. Doch Kai muss ihm entkommen, um herauszufinden, wem sie vertrauen kann und auch um ihr außergewöhnliches Talent zu wecken. Und am 21. Januar kommt dann Collapse heraus. Das ist der dritte Teil von der Reihe Terra von Jennifer Alice Jager. Und diese Reihe ist eine Dystopie und im Groben geht es darum, dass die Erde durch Naturkatastrophen versucht, die Menschheit zu vernichten, weil sie dadurch eine bessere Welt erschaffen möchte. Und diese Reihe wird eine Quadrologie werden. Am 24. Januar kommt der Bund der Schattenläufer heraus, Drachenhauch von Zach Logan Clark. Das ist der zweite Teil dieser Kinderbuchreihe und es geht um die beiden Freunde Seth und Brooke.
die zu den Schattenläufern müssen. Und die Schattenläufer verteidigen die Stadt Freestone vor allen Bedrohungen. Doch schon in der ersten Nacht sind die beiden Freunde in allerhöchster Gefahr. Und am 27. Januar kommt der dritte Teil von Renegades heraus, Rebellische Liebe von Marissa Meyer. Und das ist bestimmt eine Reihe, die auch schon sehr viele kennen werden. Die Renegades ist eine Vereinigung von speziell begabten Menschen, die für Recht und Ordnung sorgen. Nova hat ihre Familie an diese Vereinigung auf schreckliche Art und Weise verloren und hasst deswegen die Renegades. Sie soll wegen ihrer Gabe sich bei ihnen einschleichen und sie von innen heraus zerstören. Und das klappt auch anfangs alles nach Plan, bis sie sich in den jungen Kommandanten Adrian verliebt und er sich in sie. Am 28. Januar erscheint Wayna, der Ruf der Brandung von Antje Herden. Und hier weiß ich nicht, ob es eine Reihe wird oder ein Einzelband ist. Es hört sich auf jeden Fall nach einer Meerjungfrauengeschichte an. Es geht um Moana und Moana träumt jede Nacht von einer geheimnisvollen Unterwasserwelt. Als Keanu im Haus gegenüber einzieht, ja, findet sie heraus, dass er dieselben Träume hat. Denn die beiden gehören zusammen, aber auf eine andere Weise, als Moana denkt. Die beiden letzten Bücher, die ich noch habe und die im Januar rauskommen werden, sind zwei, die ich auf jeden Fall auch lesen möchte. Und zwar ist das einmal, auch am 28. Januar kommt Game of Gold heraus von Chelby Marjuan. Und hier spielt die Geschichte um Lou. Lou ist eine Hexe. Aber niemand darf das erfahren, weil das gefährlich für ihr Leben wäre. Als sie aber einen Ring stiehlt, wird sie ausgerechnet vom Hexenjäger Wright entdeckt. Sie kann zwar ihre wahre Identität verbergen, aber der Erzbischof verlangt, dass sie beide heiraten. Ja, jetzt sieht sie sich als Frau eines Hexenjägers wieder und entwickelt gegen ihren Willen Gefühle für ihn. Das ist auf jeden Fall eine, vom Inhalt her, finde ich sehr interessant. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch gerne lesen möchte. Am 31., das letzte, was ich noch habe, kommt am 31. Januar heraus. Und das ist der dritte Teil der Reihe Kampf um Demora, Gefühl und Gefahr von Erin Beattie. Und diese Reihe gefiel mir auch sehr, auch wenn da drin kam gar keine Fantasy vor. Trotzdem fand ich die Liebesgeschichte zwischen Sage und Alex so süß und so schön. Und deswegen, ich habe die Reihe selber leider nicht. Ich hatte mir den ersten und zweiten Teil aus der Bibliothek ausgeliehen, aber ich möchte auch auf jeden Fall noch den dritten und abschließenden Teil davon lesen. Hier geht es nämlich darum, dass Alex und Sage kurz vor ihrer Hochzeit stehen, aber sie sind wieder einmal getrennt, was sich jetzt wieder ändern soll, denn es passiert etwas, was seit Generationen nicht geschehen ist. Es soll zwischen den verfeindeten Ländern Demora und Kimisara Gespräche geben und Sage soll helfen, die Fehde zwischen den beiden beizulegen und soll zwischen den beiden vermitteln. Doch plötzlich passiert ein Angriff aus dem Hinterhalt, was ja die ganze Arbeit von Sage wieder zunichte machen könnte. Jetzt ist die Frage, wer ist Verbündeter und wer ist Feind? Das soll es für Neuerscheinungen für heute auch schon gewesen sein. Welche davon von den vorgestellten interessieren euch denn so? Oder kennt ihr noch irgendwelche Fantasy-Neuerscheinungen, die im Januar neu rauskommen sollen? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss.